Hallo, ihr Lieben, ich lese euch heute eine Geschichte vor. Das ist eine Sage. Eine Sage ist sowas Ähnliches wie ein Märchen, nur oft sind Sagen noch viel, viel älter als Märchen. Und die Sage, die ich heute vorlese, die ist schon über 1000 Jahre alt. Also schon vor 1000 Jahren und wahrscheinlich noch länger erzählen sich Menschen diese Geschichte. Und zwar die Geschichte von Siegfried, dem Drachentöter. Die ist mit drin, diese Geschichte, in diesem Buch hier, Heldenmut und Götterwut, die schönsten Sagen, vom Esslinger Verlag kommt das Buch. Geschrieben hat es Angelika Lukesch und gemalt hat die Zeichnungen, die ich auch zeige, Günther Jacobs. Siegfried, der Drachentöter, so heißt die Geschichte, eine der bekanntesten Sagen, die es gibt. Kommen übrigens Zwerge vor und Riesen. Ein Drache natürlich, Siegfried und eine schöne Frau, wie so oft. In den Zeiten, in denen noch Drachen lebten und Zwerge ihren Geschäften nachgingen, lebte ein Mann, der als unbesiegbar galt. Er hieß Siegfried und war der Königssohn der Niederlande. Als Kind und junger Bursche war Siegfried sehr übermutig, denn er wusste genau, wie stark er war. Nur zu gern raufte er mit seinen Freunden, denn eins war ja von vornherein klar, der Sieger hieß immer Siegfried. Als er ein junger Mann wurde, hielt er es vor Langeweile fast nicht mehr aus. Es trieb ihn in die Welt hinaus, denn er wollte Heldentaten vollbringen. Die Welt soll von mir erfahren, dachte er. Also packte er seine 7 Sachen und machte sich auf die Reise. Doch zu seiner Enttäuschung passierte zu nichts. Gar nichts. Er zog von Ort zu Ort und ihm wurde immer langweiliger, sodass er auf seinem Pferde schon fast einschlief. Doch plötzlich standen wie aus dem Erdboden gewachsen 2 gewaltige Riesen vor ihm. Das hier sind die Riesen und das hier ist der kleine Siegfried. Da wurde Siegfried schnell wieder wach. Er freute sich schon auf einen spannenden Kampf, doch die beiden Riesen, die Schilbung und Nibelung hießen, baten Siegfried nur um Hilfe. Wir können uns nicht einigen, wie wir den Schatz, den unser Vater Nibelung hinterlassen hat, aufteilen sollen. Immer fangen wir an zu streiten. Bitte teile du den Schatz unter uns auf, sagte der eine Riese. Als Siegfried den Schatz, den man den Nibelungenschatz nannte, sah, war er sprachlos. So viel Gold, Edelsteine und Schmuck hatte er noch nie gesehen. Siegfried antwortete, ich will euch gern helfen, aber ihr müsst mir schon eine Belohnung dafür geben. Da schenkten ihm die beiden Riesen das zauberkräftige Schwert Balmung. Der Träger dieses Schwertes konnte von niemandem besiegt werden. Siegfried nahm es, ließ die Klinge in der Sonne blitzen und fand, dass Balmung sehr gut zu ihm passe. Also stieg er von seinem Pferd und teilte den Nibelungenschatz gerecht unter den Brüdern auf. Doch die beiden Riesen waren einfältig, also so ein bisschen dumm, und mit Siegfrieds Aufteilung nicht einverstanden. Du hast meinem Bruder mehr gegeben als mir, schrien sie beide und wollten in ihrer Wut auf Siegfried losgehen und ihn töten. Doch sie hatten vergessen, dass sie Siegfried das unbesiegbare Schwert geschenkt hatten. Na, da sieht man mal, wie dumm die waren. Es dauerte nur wenige Minuten und schon hatte Siegfried die beiden Riesen besiegt. Da trat plötzlich der Zwergenkönig Alberich aus dem Dickicht hervor. Hier kommt Alberich, der Zwerg. Er hatte sich zuvor unter seinem Tarnmantel, der ihn unsichtbar machte, verborgen. Ich allein bin der Hüter des Schatzes. Du darfst ihn dir nicht einfach nehmen. Als Siegfried den kleinen Mann sah, der sich so wichtig machte, lachte er aus vollem Halse. Mit einem geschickten Schwung seines Schwertes raubte er dem Zwerg den wertvollen Tarnmantel. Dann setzte er ihm das Schwert Balmung auf die Brust. Du kleiner Wicht, von jetzt ab wirst du mir dienen, denn merke dir, ich, Siegfried, bin jetzt der Eigentümer des Nibelungenschatzes. Der wird ja schon ganz schön übermütig, ne? Zwerg Alberich zitterte vor Angst so sehr, dass er kaum antworten konnte. »Ihr könnt euch auf mich verlassen«, stammelte er unterwürfig. Mit Hilfe Alberichs versteckte Siegfried den Nibelungenschatz so gut, dass keiner ihn finden konnte. Dann ritt er mit seinem Schwert Balmung an der Seite neuen Abenteuern entgegen. Als er eines Tages in einem Wirtshaus Rast machte,
hörte er die Leute von der armen, aber so wunderschönen Königstochter Kriemhild reden. Ein Bild machte die Runde und jedermann, der es ansah, seufzte verzückt auf. Auch Siegfried sah sich das Bild der schönen Kriemhild an und wie ein Blitz traf ihn die Liebe. Das hier ist Kriemhild. Ich will Kriemhild zu meiner Frau machen. Wo finde ich sie? Fragte er die anderen Männer. Die schauten Siegfried mitleidig an und einer sagte, ja, es stimmt, Kriemhild ist wunderschön, aber sie wurde von einem Drachen geraubt und auf den Drachenfels gebracht. Der Drache bewacht sie Tag und Nacht. Niemand kann zu ihr. Das kam Siegfried gerade recht. Er ließ sich den Weg zum Drachenfels beschreiben und ritt sogleich los. Der Drachenfels war ein großer Berg. In seinem Innern lag eine riesige Höhle, in der der Drache die schöne Kriemhild gefangen hielt. Schnell hatte Siegfried das Eingangstor gefunden, doch ihm fehlte der Schlüssel. Als er sich noch fragte, wie es nun weitergehen sollte, stand plötzlich der Riese Kuperan hinter ihm. »Du Wendling, du wirst nie in den Drachenfels hineingelangen, denn den Schlüssel dazu bewahre ich auf. Erst müsstest du mich besiegen.« lachte Kuperan und hielt sich den Bauch. Siegfried wurde vor Zorn ganz rot, denn Spott konnte er nicht ertragen. Wie ein Wilder ging er mit dem Schwert Balmung auf den verblüfften Riesen los. Dabei bewegte er sich so schnell, dass Kuperan ihm mit den Augen nicht folgen konnte. Rasch trieb Siegfried den Riesen in die Enge. Ganz erschöpft und wirr im Kopf gab der Riese schließlich nach. »Höre auf, vor meinen Augen mit diesem schrecklichen Schwert herumzufuchteln. Mir ist schon schwindlig und ich bin ganz schwach in den Knien. Wenn du nur wieder gehst und mir nicht länger auf die Nerven fällst, werde ich dir den Schlüssel geben«, sagte der Riese. Siegfried nickte zufrieden. Kuperan hielt Wort und reichte ihm den Schlüssel. Als Siegfried die riesige Höhle betrat, hörte er sogleich das Schluchzen einer Frau. Sie saß ganz hinten auf einem Stein. Ihr goldenes Haar fiel bis auf die Hüften herab. Nicht weit entfernt lag ein gewaltiger Drache, aus dessen Nasenlöchern Rauch aufstieg. Siegfried schlich heran und flüsterte der erstaunten Schönen zu, »Ich bin der tapfere Siegfried. Wenn ich dich befreie, wirst du mich dann heiraten?« So schnell ging das damals, ne, in den Sagen. »Liebend gern«, flüsterte Kriemhild zurück, denn Siegfried gefiel ihr gut. Außerdem wollte sie dem Drachen endlich entfliehen. Aber vorsichtig, denn der Drache, oh je! Der Drache war erwacht und stieß plötzlich einen Feuerstoß aus, der Siegfried fast versenkt hätte. Guck mal, so sieht der Drache aus. Riesig. Und Siegfried ist ganz schön klein dagegen. Ha! Nun wirst du also endlich wach, du hässliches Ungetüm, rief Siegfried. Der hatte so gar keine Angst, ne? Er sprang auf und hielt sein Schwert Balmung in der einen Hand und mit der anderen zog er den Tarnmantel hervor und warf ihn über sich. Jetzt war er unsichtbar. Der Drache schaute sich mit blinzelnden Augen um und spuckte zur Sicherheit noch mehr Feuer. Doch der unsichtbare Siegfried traf ihn mit einem gezielten Schwerthieb am Nacken. Also hier hin. Da wurde der Drache wütend und schlug wild um sich. Aus beiden Nüstern, also aus den Nasenlöchern, kam Feuer und Rauch zugleich. Kriemhild verbarg sich ängstlich in der hintersten Ecke der Höhle. Immer wieder lief Siegfried um den Drachen herum und versetzte ihm Schlag um Schlag. Der Drache konnte sich nicht richtig wehren. Er konnte Siegfried einfach nicht sehen. Ruß und Rauch füllten die Höhle, als Siegfried dem Drachen den tödlichen Stich ins Herz versetzte. Das Untier röchelte noch ein letztes Mal, dann fiel es in sich zusammen und sein Blut breitete sich auf dem Boden aus. Schon wollte Kriemhild voller Freude zu ihrem Retter eilen, doch der rief, »Bleib noch zurück, Liebste, erst will ich mich im Blut dieses Drachens baden.« Siegfried hatte nämlich bemerkt, dass an den Stellen, an denen er mit dem Drachenblut in Berührung gekommen war, eine harte Schicht über seine Haut wuchs. »Wenn ich in dem Blut bade, werde ich unverwundbar. Dann kann mich keiner mehr besiegen«, dachte er und räkelte sich im Drachenblut. Sein ganzer Körper überzog sich nun mit der harten, undurchdringlichen Hautschicht. Nur eine einzige Stelle übersah der Held. Zwischen seinen Schulterblättern, also hinten am Rücken, klebte ein Lindenblatt, so ein kleines Blatt.
Dort gelangte kein Drachenblut an seine Haut. Dies blieb die einzige verwundbare Stelle an seinem ganzen Körper. Nach seinem Bad im Drachenblut lief Siegfried zu Kriemhild und nahm sie in die Arme. Schnell brachte er sie nach Hause, zum Hof der Burgunder am Rhein, und sie feierten eine prächtige Hochzeit. Erst Jahre später wurde Siegfried, der Drachentöter, von einem Verräter genau an jener verwundbaren Stelle durch einen Speerstoß getötet. Doch das ist eine andere Geschichte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tschüss!